Moin Leute, willkommen zurück zu Let's Play Starcraft 2 Heart of the Swarm. Ich bin der Dicke und wir spielen heute wieder Terraner und Zerg, 1 gegen 1 leider. Sind ja letztes Mal in die Platin gekommen oder vielleicht war es auch davor, weiß ich gar nicht mehr so genau. Jedenfalls wollen wir hier die Ladder weiter aufmischen. Letztes Mal haben wir 4 Spieler je, dann machen wir jetzt mit Terraner weiter. Und ja, wir wollen natürlich auch Diamant erreichen, wie auf unserem anderen Account. Vielleicht sogar Master. Mal gucken, ich spiele ja normalerweise kein Terraner und Zerg. Deswegen lerne ich es ja. Und dann warten wir jetzt auf den Gegner und hoffen mal, dass wir mal ausnahmsweise mal einen Protoss-Gegner kriegen. Haben wir, glaube ich, noch gar nicht gegen gespielt. Oder? Ne. 0 Spiele gegen Protoss, 2 Spiele gegen Terraner und 6 Spiele gegen Zerg. Ja, Platin, Diamant immer so ein bisschen überfüllt von Zerg, finde ich. Vielleicht kommt es mir auch einfach nur so vor, weil ich die ganze Zeit nur solche Gegner abkriege. Und da finden wir auch schon unser Game. Okay, wir kriegen natürlich einen Master. Warum auch immer. Oder ausgerechnet Zerg. Da habe ich eigentlich weniger Lust drauf, aber ja, dann gucken wir mal, ob wir so reißen können. Locker Fun. Die Map kenne ich. Ja, natürlich kenne ich die Map. Für TVZ werde ich mal eine Wall machen. Bei 10 Supply. Werde gleich das übernächste SCV einfach da an die Rampe schicken. Werde ich mal versuchen, eine Reaper-Exe zu machen. Denn ja, ich will mal mit den Reapern ein bisschen Stress machen. Ich mach mal 3 Reaper. Versuche dann so ein paar Queens oder so raus zu snacken. Mal gucken. Werde dann noch ein paar Hellions adden. Und dann sollte das eigentlich passen. Ein bisschen Worker Micro. Werde ich wahrscheinlich bei 12 oder 13 auch direkt mein Gas nehmen. Wahrscheinlich bei 12. Oder ne, 13. Mach jetzt hier meine Rex. Obwohl, ich kann auch den Worker eigentlich cutten. Ja, das mache ich einfach mal. Weiter SCVs produzieren. Und behalte ich meinen Arbeiter jetzt hier. Ein bisschen auf der linken Seite, damit ich gleich hier direkt ins Gas abziehen kann. Die beiden hier nämlich. Einen Worker kann ich noch danach machen. Gehe ich mit dem SCV hier scouten. Einmal nach unten. Werde ich jetzt meinen OC anfangen. Und den ersten Reaper produzieren. Werde hier mein SCV auch unten hinstellen, damit ich da gleich die Dinge machen kann, die Echse. Okay, der Overlord ist oben. Das heißt, wir gehen mit unserem SCV wieder zurück. Dann werden wir jetzt ein Versorgungsdepot bauen. Gleich den nächsten Arbeiter. Oh, da ist die Hedge schon fertig. Okay. Den zweiten Reaper hinterher. Effects machen. Wenn wir außerdem jetzt unser drittes CC gleich anfangen, das ist da unten. Okay, dann haben wir jetzt 3 Reaper. Das
unsere kritische Anzahl, die wir brauchen. Okay, er geht schon auf ein wenig mehr Queens. Okay, dann werden wir jetzt Hellions produzieren. Ups, haben wir einen Reaper verloren, aber wir haben eine Drohne gekriegt. Also das ist eigentlich relativ okay. Okay, dann werden wir noch weiter Gas nehmen. Außerdem jetzt ein Depot bauen. Obwohl, ne, brauchen wir ja gerade noch nicht. Wenn wir jetzt den Marine machen, damit uns da Ding jetzt nicht mehr auf den Sack geht, der Overlord. Weiter Depots und nochmal zwei Hellions. Hier ein bisschen weiter dicht machen. Oh fuck. Haben wir einmal nicht aufgepasst. Da gehen wir nicht lang. Gucken wir mal. Okay, er nimmt sich gerade den leer. Wenn wir hier die ersten Upgrades machen, Marine Shield erforschen wir auch. Mal einmal Upgrade Roulette. Ein paar Länge gerüstet, das ist gut. Noch weitere Barracks adden. Wenn wir einmal oben lang. Können wir noch weitere Barracks machen? Banelingness. Obwohl, der kann eigentlich Widowmines produzieren. Werden wir einfach mal in unsere Bauleiste mit dazu tun. Ups. Supply Block. Ist natürlich beschissen. Werden wir mal hier ein paar Raketentürme machen. Und dann werden wir gleich mal mit Kampfhelden zum kleinen Go machen. Vielleicht hätte ich meine Engineering Base nicht so exposed machen sollen. Aber dann werde ich da noch zwei Raketentürme bei tun.
Ah, okay, da haben wir einen Speyer. Werde ich hier noch einen Sensor machen? Ups, was macht der da? Ah, ich bin schon wieder Supply, oder? Ich bin zu schnell der Supply. Werde ich jetzt noch eine CC anfangen? Was ist denn hier? Oh, ich bin schon wieder aus dem Block, meine Fresse. Ist ja schlimm. Was ist denn hier los? Ich hatte Tech gar nicht angefangen. Das ist scheiße. Oh, drei weitere Barracks. Warum auch immer habe ich jetzt Vikings produziert, aber ist ja egal. Ups, habe ich jetzt ein kleines Problem. Okay, da hätte ich vielleicht ein bisschen mehr aufpassen sollen. Ist seine Armee noch irgendwo hier? Nope. Ja, Armor anfangen. Okay. Laufen in meine SUVs immerhin. Okay. Also er hat schon plus 2, ja, sehe ich. Ja, da haben wir verloren. Da hätten wir wahrscheinlich mehr pressuren sollen. Aber aktiv, ja, sehen wir, er ist da direkt hochgegangen. Ungestört. Also ich denke mal, wir sollten demnächst vielleicht ab den ersten Marine schon Go machen. Warum kriegen wir denn direkt so einen Gegner? Keine Ahnung. Wie viele Punkte haben wir dafür abgezogen gekriegt? Ja, gerade mal einen. Vielleicht spielen auch zu dieser Zeit keine Leute. Ups. Ja, ich wollte Zerg nehmen. So, okay. Schon besser. Ja, das pisst mich immer an, dass wir immer so lange warten müssen. Ist ein bisschen ärgerlich. Leider nicht mehr so viele Leute. SC2, ja, 11 Uhr morgens ist vielleicht auch nicht die beste Zeit dafür. Aber naja, gucken wir mal.
Gut, da haben wir schon wieder einen. Ja, ein Terraner wieder. Ja, keine Protosser unterwegs. Irgendwie doof. Aber naja, da können wir mal TVZ von der anderen Seite machen. Good luck, have fun. Ja, werden wir mal gucken. Werden wir wahrscheinlich 15 Pool machen. Oder nee, wir werden 15 Hedge machen, so. Okay, dann werden wir wahrscheinlich auch einen 15 Pool hinterher schmeißen. Denn, ja, gegen Terraner. Zwei Rexen und so. Ja, mit einem Pool kann man das halt early oder relativ früh ziemlich gut defenden. Besonders mit Queens und so weiter. Unserem Overlord, ja, werden wir mal hier hingehen. Obwohl. Nee. Ja, bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Denn einerseits will ich gerne wissen, was er in der Basis hat, beziehungsweise was er nicht in seiner Basis hat. Andererseits will ich wissen, ob er eine Echse hat. Nun ja, das wird mir wahrscheinlich erstmal verwehrt bleiben, dieses Wissen. Es sei denn, ich kann jetzt hier so einen Blick erhaschen. Ah, eine Rex, okay. Ein Reaper. Nice. Will ich zwei Linge machen oder zwei Lingpaare? Will ich Gas nehmen? Okay, da wird seine Echse angefangen. Okay, da kommt ein Reaktor. Wir werden noch eine Queen machen, da auch. Gas werden wir jetzt auch mal nehmen. Haben wir ja noch nicht gemacht. Okay, der bleibt hier oben mal stehen. Der bleibt mal hier stehen. Und einfach weiter Drohnen produzieren. Noch weitere Queens machen. So eine konstante Queen-Produktion könnten wir das nennen. Ja, Overlord habe ich gerade aus dem Weg. Das ist natürlich doof. Könnten wir eigentlich mal unsere dritte Basis auch schon nehmen. Mal gucken, ob der Reaper das da blockt. Ich hoffe mal nicht. Gut, tut er nicht. Das heißt, wir können hier fröhlich weiter unsere Dinge tun. Und noch eine Queen machen.
Ups, sind wir schon wieder Supply Block? Ich glaube ja wohl nicht. Ja, dann können wir ja die nächsten Gase nehmen. Werden wir gleich mal einen Schwung Linge produzieren, um uns gegen Sachen deffen zu können. Erstmal noch ein paar Drohnen zur Sicherheit. Ist nie verkehrt. Noch ein paar Linge. Achso, doch, ja, Drohnen, damit wir ja, unsere Econo ein bisschen sichern können. Ne, verliert er kein Helion, okay. Werden wir jetzt den Spire machen? Achso, ist noch gar nicht fertig. Naja, egal. Ja, genau, dann Spire. Ups. Na, wird der nächste Overlord von uns entdeckt. Das ist natürlich doof. Aber nun ja, passt. Unsere Queens, ups. Die sollten da vielleicht mit hingehen. Ja, ein Hellbat-Push. Ups. Ja, Linge. Vielleicht nicht die beste Entscheidung. Sollte ich vielleicht demnächst doch mal auf Roaches gehen? Ich jetzt wieder Terraner nehmen. Ein oder zwei Spiele werde ich wohl noch machen. Irgendwie funktioniert das nicht. Vielleicht spiele ich auch ein bisschen zu greedy. Natürlich ist ein bisschen ärgerlich. Haben wir gerade mal eine Win-Quote von insgesamt wie viel Prozent? Ja, 70. Das könnte wesentlich besser sein. Und ja, wir spielen gegen einen Protoss. Allerdings gegen einen Master. Ja, werden wir mal gucken. PvT ist. Ah, fuck. Ist wahrscheinlich als Terraner mein bestes Matchup. Weil ich weiß, was den Protoss anpisst. Und ich verstehe auch nicht, warum wir die wieder direkt Master kriegen. Aber nun ja, werden wir mal gucken. Ich hoffe mal, dass er uns nicht irgendwie cheesst oder sowas. Habe ich nämlich überhaupt keine Lust dran. Eine Wall werde ich auch machen. Denn ich habe keinen Bock auf Zealots oder so. Früh in meiner Base. Das ist immer ganz unlustig. Ich darf Depot hinpflanzen. Und dann hier gucken, ob hier eine Sonde reinfährt oder nicht. Kann ja immer mal passieren. Werde ich wahrscheinlich auch einen Reaper machen. Der SEW geht gleich direkt scouten. Das SEW wird jetzt hier Gas nehmen, am besten das, weil es näher dran ist.
auch wenn es nur minimal ist. Das SLW wird am besten hier noch so eine Proxy-Route abgehen. Kann immer mal was stehen. Weiter SUVs produzieren. Jetzt direkt ins Gas rein. Ein SUV schieben wir noch hinterher. Dann könnten wir auch versuchen, falls er denn eine Exe plant, die mit einem Engineering Bay zu blocken. Ist ja auch immer ganz nervig. Für den Protoss. Jetzt einen Reaper machen. Auch nur einen einzigen Reaper. Danach fangen wir nämlich direkt unsere Echse an. Okay, hier scheint nichts zu sein. Wenn wir gleich auch einen Reaktor anfangen. Okay, das passt soweit. Brauchen wir jetzt noch ein Depot, richtig? Wenn wir noch eine Barracks machen. Oh, das eBay haben wir durchkommen lassen. Das sollte vielleicht nicht passieren, aber nun ja, nicht so schlimm. Wir haben schon zwei Sonden gekriegt, das ist natürlich super. Noch eine Sonde gekriegt, nice. Da werden wir jetzt einen Bunker hin platzieren. Wenn wir jetzt einmal oben rum gehen. Ob sich das wohl gelohnt hat, das bezweifle ich eher. Aber nun ja, kann man ja mal machen, wenn man will. Ach lol, die T-Shrine. Okay. Auch direkt Stim anmachen. Ich glaube, das war keine so gute Entscheidung von ihm. Na, genauso wie meine Wall. Oh Gott. Auch nicht so super. Können wir direkt Attack anfangen. Machen wir noch einen Fax hinterher. Natürlich noch kein Gas genommen, das, kein Depot gemacht, das ist auch beschissen. Haben wir jetzt gleich, ja, haben wir wohl. Können wir jetzt Notfalldepot machen. Das ist super. Und würde ich gleich auch gern wissen, von wo die DTs denn kommen. Der ist ja fertig geworden, der DT-Shrine. Ein Ding jetzt hat er immer noch nicht. Was war das? War das ein DT oder nicht? Ich weiß es nicht.
Ups, da hätte ich doch eigentlich aufpassen sollen. Hat mir sowas nicht passiert. Ach komm. Okay. Hat eine Base gerade angefangen, okay. Das heißt, wir sind im Grunde meilenweit vorne. Ach Gott. Das ist natürlich mega nervig, sowas. Werden wir doch jetzt wohl nicht verlieren. Okay. Wenn wir weitere Barracks machen. Wenn wir die Echse jetzt raussetzen. Wir brauchen unbedingt mehr Medivacs. So wieder nix. Natürlich müssen wir wieder Supply blocked. Das war teuer. Ja, da werden wir jetzt aufpassen müssen, dass er uns nicht die ganzen Medivacs raussnappt. Denn die brauchen wir unbedingt. Jetzt haben wir langsam mal hier gut mit Supply Block. Ah, da ist ein Fallen. Hab ich gerade gesehen. Jetzt machen wir hier weg. Auch noch. Ist das ein Observer? Ja, da ist ein Observer. Den sehe ich doch wohl. Ist er da immer noch? Ja. Jetzt noch hier eine CC machen. Und dann machen wir jetzt hier mal Go. Müssen wir gleich mal
Oder ne, wir schicken einfach mal einen Marine vor. Gucken mal, was der unser Gegner denn so hat. Okay, zwei Kolosse. Schreibt er well played und lief das Game. Da haben wir doch endlich mal was geschafft. Boah. 46 Punkte auch direkt. Nicht schlecht. Mal gucken. Okay. One-on-one Master. Auch schon nicht schlecht, aber trotzdem sollten wir mehr gewinnen. Das war ja jetzt. Ja, wie viel war das jetzt? 1 zu 2 oder 1 zu 3? Aber naja, man kann ja nicht alles gewinnen. Na, ich glaube, das war's dann jetzt auch. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.